Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Und diesmal ist es wieder ein Special, das auf euch wartet, denn wir konnten vorab die komplette erste Staffel von Barbaren sehen, einer deutschsprachigen oder eben auch deutschen Netflix-Produktion, die jetzt ganz zeitnah anläuft. Wir hatten, wie gesagt, vorab die Gelegenheit, alle Folgen der ersten Staffel zu sehen. Und in dem Fall waren es Paul, Sven und Torben, die das gemacht haben. Und die waren wirklich, glaube ich, mega angetan, also mega, mega. Ja, und deswegen hier ein Special, auf das die Jungs mega Bock hatten. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und freue mich sehr auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de. Überall dort gibt es die Gelegenheit, Feedback und Kommentare vor allem zu hinterlassen. Das würde uns wirklich sehr freuen. Bitte, bitte macht das mal. Und wenn ihr noch Zeit habt, dann bewertet doch diesen Podcast auf zum Beispiel Apple Podcast, auf Facebook, auf Google Podcast, auf podcast.de oder was es sonst noch für spannende Plattformen da draußen gibt, wo man Podcasts bewerten kann. Das würde uns wirklich sehr helfen, wenn ihr uns dann eben irgendwie bewertet und vor allem auch ein bisschen teilt, uns weiterempfehlt vielleicht sogar. All das wäre voll toll. Danke schon mal, bis zum nächsten Mal und ciao. Hallo da draußen und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Wir begrüßen euch zu unserem Barbarian bzw. Barbaren Special. Mit wir meine ich mich und den Paul. Hallo. Und natürlich den Sven. Und der erste kleine Fehler ist mir schon passiert, der Esel nennt sich zuerst, sehr schön. Ja, nichtsdestotrotz. Barbaren, eine deutsche Produktion, die auf Netflix am 23. Oktober starten wird. Und der Plot ist relativ schnell erzählt. Es geht um den Hintergrund der Schlacht im Teutoburger Wald oder die Varusschlacht, wo Arminius der Cherusker mit einer Horde Germanen drei römische Legionen über 20.000 Mann vernichtend geschlagen hat. Das wird in 6 Folgen uns präsentiert, zum Teil auch mit fiktiven Figuren, aber auch mit dem Versuch, immer wieder die Historie reinzuflechten. Sven, fang du doch mal an. Wie hat dir die Serie gefallen? Ich hatte am Anfang leichte Startschwierigkeiten, muss ich zugeben. Aber nach Folge 2 war ich wirklich gefesselt und wollte auch wissen, wie es weitergeht. Mhm. Paul, wie war es bei dir? Ja, genauso würde ich fast sagen. Ich habe auch so am Anfang so ein bisschen, da ist mir noch so ein paar negative Punkte aufgefallen, die ich mir dann hier schon wieder schön notiert habe und über die ich schon wieder ein bisschen ablästern wollte. Aber je länger die Serie ging und ich habe sie dann auch an dem einen Abend in einem Stück dann durchgeguckt, ja, desto weniger wollte ich eigentlich die negativen sein, desto mehr hat mich diese Serie wirklich begeistert. Und bei dir? Mir hat sie ausgesprochen gut gefallen. Ich hatte zwar weniger Erwartungen gehabt, ganz klar, wenn man so ein bisschen auf den deutschen Filmmarkt guckt. Aber deutsche Serien haben in den letzten Jahren gezeigt, dass die auch was können, durchaus. Ja, Sven, du hattest doch am Anfang gesagt, du hättest ein paar Startschwierigkeiten gehabt und dass es da erst 1-2 Folgen später bei dir gezündet hat. Woran lag das denn? Teilweise an, also, naja, was heißt, nee, es lag weitgehend an mir. Es war einfach, mir waren einige Charaktere, dadurch, dass es eine deutsche Produktion ist, und das sieht man auch, das ist jetzt auch nicht böse gemeint, sondern einfach von der Art, wie geschauspielert wird. Da waren ein, zwei dabei, die ich ziemlich over the top fand, wo ich gedacht habe, oh komm, ob musst du jetzt so dick auftragen? Aber ich habe mich dran gewöhnt und es nimmt auch ab Folge 3 wirklich, wirklich ab. Was nicht bedeutet, dass ich die ganzen Schauspieler alle, wo ich denke, oh, um Gottes Willen oder nee, sie haben alle ihre Sache wirklich hervorragend gemacht. Besonders gut gefallen haben mir dann auch die drei Hauptcharaktere, die sich da wirklich dann die Seele aus dem Leib spielen. Besonders die, Moment, die Jean Gusnard, ja, Wahnsinn. Ja. Also, definitiv. Wirklich, von ihr bin ich absolut begeistert. Nicht nur, dass sie halt auch eine sehr hübsche Frau ist, sondern was die da auch abfeuert an Mimik, Gestik, Emotionen. Wahnsinn. Ja, das ist krass, ja. Das ist wirklich krass. Also auch natürlich dann David Schütter und auch Lawrence Rupp, der hier Arminius spielt. Also die haben ihre Sache alle wirklich astrein gemacht. Mhm. Paul? Ja, definitiv. Ich muss sagen, ich hatte sowas Ähnliches wie Sven gerade angesprochen. Mir war es am Anfang auch so bisschen, also ich habe das auch gemerkt, dass das so ein bisschen over the top war, aber für mich hat es eigentlich ganz gut in dieses Setting hier gepasst. Und
ja, dieses etwas Heroische oder dieses sehr hervorstechende, damit konnte ich mich dann eigentlich sehr gut abfinden. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob das über die Staffel tatsächlich abgenommen hat, sondern ich glaube einfach, man war dann wirklich so drin, weil dann die Inszenierung und auch alles so stimmig ist. Es gibt so das ein oder andere, die Dialoge, die sind jetzt nicht immer so ganz toll. Also man kann ihnen gut folgen, aber sie sind jetzt nicht das tiefgründigste oder das Beste, was ich jetzt je gesehen habe. Aber dadurch, dass dann auch dass ich dann auch das Interesse an den Charakteren bekomme, in den ersten Folgen haben sie mich vielleicht hier und da noch ein bisschen genervt, aber spätestens dann wirklich bei Folge 3 oder 4, da passieren dann solche auch harten Dinge und dann habe ich wirklich mit denen mitgefühlt. Da konnte ich gut mitgehen mit denen. Auf jeden Fall, also schauspielerisch kann man da gar nichts sagen. Da machen alle ihre Sache durchweg gut. Das Dreiergespann um Volkwin, Alminius und Tosnelda bis hin zum kantigen Beowulf, wo ich echt schade um ihn fand, so ein bisschen auch. Ja. Aber auch Varus war gut gespielt, der diesen hinterlistigen Drecksack gut hat rauskämmen lassen, aber auch mit einer sehr menschlichen Seite, über die wir ja gleich noch reden können, das mich so ein bisschen überrascht hat zum Teil auch. Mhm. Man muss wirklich sagen, Hut ab vor dieser Produktion, man muss sich hier wirklich keine Blöße geben. Es ist zwar kein deutsches Vikings, aber es ist auf einem guten Weg dahin, durchaus. Man kann hier nichts sagen. Die Kostüme sind toll, die Schauplätze sind toll gewählt. Die Serie passt perfekt in den Herbst, nicht? Die dunklen, nebligen Wälder Germaniens jetzt in den trüben Herbsttagen. Es ist also perfekt zum Durchbingen. Man langweilt sich keine Sekunde. Die Schauspieler machen es wirklich hervorragend. Es spratzt ordentlich Blut. Wenn es mal zur Sache geht, dann geht's zur Sache. Doch, da braucht man sich gar nicht groß hinter der Konkurrenz zu verstecken. Ein guter Schritt in die richtige Richtung, muss man wirklich sagen. Ich finde es vor allen Dingen auch, dass sie neben diesen ganzen, also neben solchen wirklich aufbrausenden Szenen, natürlich haben wir hier Kampfsequenzen, natürlich spritzt hier Blut und so weiter. Aber es gibt auch trotzdem so ganz viel zwischenmenschliches Drama oder es gibt Drama an sich. Es gibt auch so ein paar Nebenfiguren oder Familien werden näher beleuchtet und die sind mir echt auch über die Zeit hinweg ans Herz gewachsen und die haben ja auch echt ein paar der spannendsten Momente der Serie hier präsentiert, die jetzt vielleicht nicht mit den Hauptcharakteren an sich zu tun haben, aber die einfach diese Welt um die herum noch so ein bisschen greifbarer gemacht haben und von denen ich mir gegen Ende der Staffel, weil dann konzentriert man sich wirklich auf dieses Thema, die Schlacht im Teutoburger Wald, vielleicht ein bisschen so hinten liegen lassen hat, was ich mir vielleicht wünschen würde, wenn es mal eine Fortsetzung gibt, dass da noch mal mehr reingesteckt wird, aber ich fand es jetzt schon sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Schlacht war es mir fast schon zu viel. Fast schon zu wenig, es tut mir leid. Geschlachtet wurde fast zu viel. Also wird nicht mehr im Bett gehalten, aber die Hauptschlacht wird eigentlich erst sehr spät wirklich betrieben, dass dieses Gemetzel wirklich 3 Tage gedauert hat und eine der verheerendsten Niederlagen der Römer überhaupt war. Die 17., 18. und 9. Legion, das waren die drei, die Varus da ins Feld führte, die wurden nie wieder aufgestellt, weil auch die 3 Legionsadler verloren gehen. Das sehen wir zumindest am Anfang, wird thematisiert, wie wichtig so ein Legionsadler für ein römisches Heer ist. Und man kann hier wirklich sagen, dieses Schlachtfest wird aber auch sehr kreativ betrachtet. Also man hat den Anfang der Schlacht packend inszeniert. Wie geht man mit dieser römischen Übermacht um? Wie dezimiert man sie? Wie spielt man diese Übermacht gut aus? Und dass Arminius eben auch von seiner Vergangenheit profitiert. Aber dass er ja eigentlich, der große Plotwist ist ja eigentlich, dass er ein Verräter ist, aber dann auch als Held verehrt wird. Wie seht ihr so da diese Situation? Wie geht ihr so damit um? Ich fand's gut. Ich finde auch die Intervalle passen. Also es ist keine, ich schwenke jetzt um 180 Grad innerhalb von einer Sekunde, bloß weil die andere sagt, ja, aber du hast doch die und die so und so begraben, sondern es ist ein nachvollziehbarer Wandel, den er dann vollbringt und auch wirklich sieht, okay, was hier abläuft, ist falsch und es dient nicht dem Wohle, sondern damit das Volk zu unterjochen und so viel Profit wie möglich zu machen und sie einfach auch ausbluten zu lassen. Was ich aber noch kurz anmerken wollte, was mir noch sehr gut gefällt, ist, dass er auch so ein bisschen die
die Mythen mit reingenommen haben von den Germanen. Es ist nicht zu viel, es ist aber auch nicht zu wenig. Es schwingt immer so ein bisschen mit. Und das verleiht dem Ganzen, finde ich, auch noch mal ein bisschen mehr Atmosphäre. Ja, man schafft's hier extrem gut, sich so die Waage zu halten, was du genau gesagt hast. Genau. Und das ging mir nämlich auch so, also mir persönlich, ich fand's richtig gut, dass es nur die letzte Folge Schlacht war oder dass es nur eine Folge Schlacht war. Okay, ich wusste jetzt natürlich nicht den genauen Hintergrund, dass es jetzt 3 Tage sind. Für mich kam es auch nicht wie 3 Tage vor. Aber ich finde, diese 6 Folgen, die sind sehr gut aufgeteilt. Die sind nicht zu lang und die sind nicht zu kurz. Und es ist so schön, mal sowas wirklich Rundes, wo die Aufteilung in meinen Augen ist die, also kannst du es fast nicht besser machen von der Gewichtung einzelner Ereignisse her oder so. Ich fand das fantastisch. Ich hatte am Anfang noch so ein bisschen, okay, vielleicht raffte mir hier die Zeit jetzt ein bisschen zu sehr. Aber nein, also für mich hat es am Ende das alles wunderschön gepasst. Das auf jeden Fall. Man kann dann bei den Randinfo noch ganz kurz sagen, Stevenson Legere oder Legere, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, hat unter anderem auch Regie geführt und ist auch als Second Unit und Director an der Produktion der Serie Vikings beteiligt. Also da hat man sich einen Mann ins Boot geholt, der wusste, was er tat. Zum realen Hintergrund kann ich noch kurz eine kleine Episode erzählen. Ich war 2-mal in Kalkriese, auf dem Kalkrieser Berg, wo ein historischer Schauplatz war, wo man die meisten Funde gefunden hat, unter anderem Waffen und Münzen an dieser Befestigungsanlage. Und beim 2. Mal vor kurzem erst im März mit unserer guten Kira Dane, die wir auch in der Mother-Folge dabei hatten. Da hatte sie hier ihre kleine Premiere gegeben. Das ist schon sehr spannend. Leider wird diese Festung hier so nicht gezeigt, also so viel nur am Rande. Aber man muss wirklich sagen, man atmet das so richtig. Diese Mythen sind toll gemacht. Man ist so ein bisschen, du hast auf der einen Seite diese Sauberkeit, diese Ordnung dieser Legion, aber auch die dreckigen Wälder, die Häuser, die Germanen, wie leben die, wie ist denen so ihre Kultur sehr stark verwurzelt in der germanischen Religion? Das zieht einen sofort rein. Man ist sofort dabei, man langweilt sich überhaupt nicht. Für jeden, der das Thema auch nochmal gerafft haben will, möchte ich nochmal auch eine Dokumentation ans Herz legen. Die heißt Kampf um Germanien. Das ist eine 2-teilige Dokumentation, die interessanterweise auch viel aufgreift, was in der Serie so wiedergegeben wird. Gut, kommen wir zum Fazit, bevor wir in den Spoilerbereich eintreten. Dann können wir uns nochmal ein bisschen austoben. Ja, dann fangen wir doch mal an. Ja, der gute Sven durfte vorhin anfangen, indem er uns die Meinung über die Serie gesagt hat. Dann fängst du doch jetzt mal an, Paul, indem du uns mit dem Fazit deinerseits erfreust. Also ganz kurz und knapp. Also ich hatte auch am Anfang so kleine Startschwierigkeiten. Da habe ich mir noch hier aufgeschrieben, ja, die Effekte, die sehen aber manchmal, gerade wenn man so die Großaufnahmen von den Lagern sieht, da sehen die schon so ein bisschen schwammig aus. Oder oh, jetzt haben wir hier wieder so ein Liebesgedöns oder so. Aber das hat sich alles wunderbar entwickelt, finde ich. Ich finde es auch. Ja gut, darauf kommen wir vielleicht auch, um Spoilerteil zu sprechen. Ich habe es gesagt, ich finde die Charaktere toll. Ich habe mich von den 6 Folgen wirklich perfekt mitreißen lassen. Ich habe das an einem Abend durchgeguckt. Für mich war es ein Film, der, ich glaube, knapp über 4 Stunden ging der so ein bisschen. Ich habe das alles hintereinander in einem Rutsch. Ich fand's toll. Und ich will auch ein bisschen mehr sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde es jetzt, weil wir im Netflix-Bereich sind, meiner Meinung nach besser als The Witcher. Und ja, ich vergebe. Haben wir schon eine Punktzahl? Ich würde sagen 5 von 5. Also 5 ist immer eigentlich so eine gute Wertung. Weiß nicht, was willst du geben? Frame, also Wurfspeere, Römerhelme, Gladiusse, Legionsadler vielleicht, ja. Ja, oh, gut. Ja. Dann nehmen wir Legionsadler. Ich vergebe für diese erste Staffel von Barbaren. Den Titel finde ich übrigens auch ziemlich cool, da kommen wir vielleicht auch noch drauf. Ich vergebe 4 von 5 Legionsadler. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich hatte die gleichen Schwierigkeiten wie der Paul, aber bei mir hat sich's auch alles sehr in Wohlgefallen aufgelöst. Es gibt nur so 2 Sachen, die ich anmerken möchte. Und zwar einen Monolog während einer Endschlacht zu halten, wo alle Gefühle auf einmal in die Zuschauer überspringen sollen, nimmt dem Ganzen sehr viel Kraft
und Flow, finde ich. Das hat mich am Ende tatsächlich ein bisschen gestört, wo ich gedacht habe, oh nee, komm, nicht ernsthaft. Aber ansonsten ist es astreine, super, also wirklich hervorragend gemachte deutsche Unterhaltung. Muss es immer wieder betonen. Ich hätte gerne auch vielleicht ein, zwei Folgen mehr gehabt, einfach auch um die anderen Stämme noch zu sehen, weil da waren ein paar Stämme dabei, die sahen aus wie vom 13. Krieger. Die Wenduls, genau. Das hätte mich so ein klein bisschen noch interessiert. Aber ansonsten super gemacht. Ich gebe auch 4 Standarte. Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir, also dass mal zu dem Thema sowas Spannendes kommt, obwohl es locker Potenzial gibt. Wer sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, der sieht auch noch, dass es Potenzial für eine zweite Staffel gibt, durchaus. Gerade wenn man sich noch ein bisschen mit den Folgen dieses Verrats beschäftigt. Aber ich vergebe hier auch 4 von 5 möglichen Legionsadlern und hoffe, dass wir in diesem wunderbaren Fundament noch einiges sehen werden. Jetzt nicht unbedingt auf barbarischer Ebene, aber dass wir uns endlich ein bisschen mehr trauen, wieder auf dem deutschen Produktionsmarkt. Ja, wobei, ich möchte gerade noch was anmerken. Von der Produktion her ist es ja auch die deutsche Firma von, ach Gott, ich kann kein Französisch. Gaumont? Wer hat gelacht? Ich nicht. Ja, die ja auch viel. Du hast gelacht, warum ich weiß. die französische wirklich Hochleistungsproduktion da raushauen. Also da steckt schon Power hinten dran und das sieht man. Also ja, wie gesagt, ich bin auch schwer begeistert. Das war's eigentlich. Schön. Dann haben wir das abgehakt und können jetzt in den Spoilerbereich vordringen, liebe Hörer. Also wenn ihr euch angefixt habt, dann gut. Wartet bis zum 23. Wenn ihr kein Problem mit Spoilern habt, dann bleibt dran. Jetzt schnacken wir noch ein bisschen über einzelne Passagen aus der Serie. Also, geklärt wurde ja unter anderem in dieser Doku, die ich vorhin empfohlen habe, Kampf um Germanien, die lief auch ein paar Mal auf Arte, gibt es glaube ich auch noch auf DVD, sehr empfehlenswert. Da werden viele Stränge so übernommen, auch in die Serie, unter anderem der Verrat des Segestes, der ja Arminius anschwärzen will bei Varus und es sieht zunächst so aus, als ob Varus ihm das glaubt, aber Arminius macht gute Miene zum bösen Spiel und es kommt sehr schön raus, dass Varus hier wirklich seinem, hier wird er aufgezogen als Ziehsohn, blind vertraut. Und sehenden Auges laufen hier diese 3 Legionen ins Verderben und haben eigentlich keine Chance als Supermacht gegen diese Guerillakämpfer, fast schon Vietnam-Vibes, kann man sagen. Und das macht auch den Selbstmord des Varus ein bisschen greifbarer. Es wird immer ein bisschen heroisch aufgezogen. Die Niederlage treibt ihn in den Selbstmord, weil er mit der Schande nicht klarkommt. Und Tacitus selbst sagte, der Feigling hatte mehr Mut zum Sterben als zum Kämpfen. Hier scheint es so, als ob er das so ein bisschen aus Enttäuschung macht. Das aus enttäuschten väterlichen Gefühlen verraten zu worden zu sein von seinem vermeintlichen Ziehsohn. Dass er da vielleicht auch ein bisschen Selbstschuld mitträgt. Weiß ich nicht, ob das mit da einfließt. Wie habt ihr das so empfunden? Also ich muss sagen, ich musste mich erstmal selbst informieren, ob... Also es fand ich etwas komisch, dass Römer Suizid begehen. Das wusste ich nicht. Bei Japanern, Seppuku, klar, alles gut. Hat ja auch gewissen Sinn und Zweck. Ja, bei Römern wusste ich das nicht. Ich hab das noch, Nero hat auch Selbstmord begangen. Stimmt, ja, okay, Kleopatra auch, aber da dachte ich eher, dass das halt, ich dachte nicht, dass das auf dem Schlachtfeld in gewisser Weise ehrenhaft ist. Und was ich jedenfalls gelesen habe, ist ja, dass ja die römischen Statthalter oder sonst irgendwas, die sich da umgebracht haben, ja das eigentlich eher deswegen getan haben, um dem Feind nicht in die Hände zu fallen. Also gab es da, was ich gelesen habe, keinen großartigen ehrenhaften Hintergrund. Also wie jetzt zum Beispiel hier die Germanen, die sagen, ich gehe dann nach Valhalla und hock dann am Tafel meiner Ahnen mit meinen Vorfahren. Weil bei irgendeiner hat sich doch angeblich bei den Germanen auch ins Schwert gestürzt. Wer war denn das? Ach Mensch, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Nicht egal. Bei der Schlacht jedenfalls. Schlacht nicht. Nee. Es war irgendein germanischer Gott. Egal. Sei es darum. Ja, jedenfalls, ja, das hat mich schon etwas
erstaunt und da musste ich mich erstmal wirklich belesen. Ansonsten, ja, ist halt auch Varus, finde ich, ein vielschichtiger Charakter, der natürlich als oberster Bösewicht dasteht, aber halt auch seine menschlichen Züge hat und anscheinend ja in Arminius mehr gesehen hat, als das, was er wirklich ihm gesagt hat. Dass er nur ein Barbaros ist und dahin gehört, wo sein Volk ist. Sondern ich denke auch, dass er ihn wirklich gemocht hat, was jetzt nicht die Sache mildert, dass er einfach Kinder mitgenommen hat, aber er hat sich wenigstens gut um sie gekümmert. Also es war für mich nachvollziehbar. Mhm. Ja. Was war deiner? Ich habe gerade die ganze Zeit so überlegt. Ich glaube, Varus ist mir tatsächlich nie so wirklich als Charakter aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht lag es daran, das habt ihr jetzt schon schön verpackt, die Römer, die sind zwar hier die Bösewichte oder die Antagonisten, aber sie sind nie so klischeehaft böse. Also sie sind nie nur rein böse. Sie sind halt beeinflusst durch ihre Kultur und so weiter, aber sie sind für mich nicht immer die bösen, bösen Römer. Ja. Und deswegen habe ich sie, also ich habe sie als Charaktere wahrgenommen, aber ich habe da nicht viel mehr drin gelesen. Bei Varus fand ich es schön, dass wir immer wieder kleine Rückblenden hatten zu Arminius, als er ein Kind war und in Rom war. Da hält man sich wirklich ganz sehr zurück, wahrscheinlich weil dann für die Anschauung von Rom auch nicht mehr das Budget gereicht hat. Aber solche kleinen Einblicke fand ich schön. Zum Ende hin habe ich da ehrlich gesagt nicht mehr viel drin gelesen. Ja, es ist eigentlich gesagt schade. Ein paar Sachen werden nicht ganz auserzählt. Es wird immer wieder erwähnt, dass Arminius zusammen mit seinem Bruder nach Rom geschickt wurde. Sein Bruder Flavus, genannt der Blonde, der übrigens auch ein treuer Römer geblieben ist. Der Mythos will es so, dass beim Kriegszug des Germanicus Flavus dabei war und die beiden Brüder sich sogar begegnet sind. Was da jetzt schon stimmt, weiß man nicht, aber wer weiß, zweite Staffel könnte sein. Ja. Der Kriegszug des Germanicus ist historisch belegt, dass es da nochmal ordentlich geramscht hat zwischen den beiden, aber es war kein klarer Sieger ersichtlich. Was zum Beispiel, was ich mir gewünscht hätte, wären die Folgen auch gewesen, wie Rom darauf reagiert hat. Es ist so gut wie verbürgt, dass Arminius den Kopf des Varus nach Rom hat schicken lassen, Augustus daraufhin einen Nervenkoller bekommen hat, riss sich wohl die Klamotten von Leib, zerkratzte sich das Gesicht und schrie aus, Varus, Varus, gib mir meine Legionen zurück. Und es war wohl bis zu seinem Lebensende auch nur noch immer eine Art Trauertag, weil er das nie so ganz verwunden konnte, wie das passiert ist. Das klingt nach einem Season-Opener, vielleicht für eine Staffel 2. Es wäre schön. Könnte ich mir vorstellen. Auch wenn, also ich, mir ist das, ich kannte die Schlacht von Teutoburger Wald oder die Varusschlacht eben. Ich wusste, wer der Gewinn oder was da grob passiert ist, aber ich stecke jetzt nicht so tief drin oder habe noch nicht so viel darüber gelesen und gehört wie du jetzt. Deswegen, ja, für mich hat da natürlich nichts am Ende gefehlt. Ja, vielleicht kriegt es ja noch einen Spin-off wie der Anfangs der Germanenkriege unter Drusus, wie das geendet hat, aber das ist noch was anderes. Aber ich würde es mir wünschen, warum nicht? Wir haben jetzt einen guten Fuß in der Tür. Aber Sven, ne, du hattest dir den Haufen Notizen gemacht. Lass doch mal ab, was war denn da so dran? Im Endeffekt habe ich glaube ich, fast alles irgendwann dann doch noch mit reingeschmissen. Ich habe noch was zum, hier Paul auch gemeint hat, dass es so überdramatisch präsentiert wurde als, ach Herrgott, jetzt kann man diesen dabbischen Namen nicht merken, der Vater von der Thusnelda, als der sagt, ich werde jetzt Reik, hat er das Schwert erhoben und in dem Moment habe ich wirklich ein Flashback gekriegt und habe im Hintergrund einfach nur gehört, bei der Macht von Greyskull, ich habe die Zauberkraft. Ohne Scheiß. Also wenn er das Ding nach oben hebt, das sieht genauso aus. Hammer. Also, naja, gut, okay. Es war anders da gemeint, aber ich hab wirklich Viertelstunde mir wirklich übelst den Arsch abgelacht. Ja, sonst, Spin-off, Sequel, ich bin dabei. Ich will nochmal die gute Thusnelda im Solid Snake Tan Outfit sehen. Und nächste Folge will ich mehr Sex. Da war viel zu wenig Sex drin. Ja, also Gewalt ist okay, aber Sexanteil könnte man etwas hochschrauben. Nee, Quatsch. Ja, Sex ist nicht umsonst, wird Thusnelda oder
die deutsche Lagertha, wie sie so ein bisschen hier aus Vikings präsentiert wird, fast schon in so einem Tanktop da gezeigt. Ja, nee, aber also, warum nicht? Sex sells. Eben. Nee, das hat schon, es hat gepasst. Ich finde, wenn es dann zu viel ist, ist es dann zu reißerisch und das lenkt dann auch immer gerne mal so ein bisschen ab und man kuschiert damit so Plotholes und so. Weil du gerade das Epische angesprochen hast, da ist mir auch so, wo sie diesen Legionsadler stehlen und dann das Zelt in Flammen aufgeht und sie marschieren einfach in Zeitlupe daraus. Und ja, das ist wirklich so. Das ist natürlich, also getarnt noch in römischer Uniform. Das ist wirklich so, keine Ahnung, also in ihrem Squad, wo sie dort eingebrochen sind, marschieren sie so ganz cool raus. Da muss ich sagen, ja, das ist übertrieben, aber ich fand's in dem Moment, fand ich es einfach okay, ich fand's cool. Ja, stimmt. Da nimmt man sich echt ein bisschen was Freches aus. Am Anfang schwimmen sie noch wie hier bei Shawshank Redemption durch den Scheißkanal und dann marschieren sie da einfach so mit einer Coolness da raus, wie als ob sie das jeden Tag machen. Aber wenn wir schon beim Dreck wären, hätten sie auch ein bisschen zeigen können, wie die Germanen mit ihren römischen, ja, mit ihrer römischen Beute verfahren. Also Arminius sagte, sie zahlen ihren Preis in Blut und Eisen unter anderem und dann waren sie ein Fest für die Raben. Es wurde ja auch danach gelootet ohne Ende, also Leichenfederei war ja nicht unüblich. Wahrscheinlich hat der eine oder andere noch gelebt und man kann mal schräg fragen, guten Tag, darf ich sie looten, während sie bluten? Und ja, die Gefangenen wurden später an Bäume genagelt, unter anderem verstümmelt und den Göttern geopfert, was dann auch übrig war. Was wir wissen, wissen wir tatsächlich erst nur durch die Römer. Es hatten ja vielleicht nur eine Handvoll Legionäre diese brutale Schlacht überlebt. Und da hätten sie auch mal vielleicht ein bisschen dreckiger sein können, sag ich mal. Man sieht eine Szene, wo sie eine römische Patrouille eben aufgemischt haben, beziehungsweise wo es um Volquin, den Erzählstrang um Volquin geht. Und da erbeuten sie ein paar Schwerter und damit auch römische Rüstungen und wollen sich damit die Bündnispartnerschaft eines anderen germanischen Stammes sichern. Gerade sowas, du hast da drei Legionen liegen, ey, das ist eine Plünderparty hoch drei, also sowas hätte ich halt auch gern gesehen. Die Folgen einer Schlacht, klar, es ist toll, eine Schlacht zu haben und Action und das Adrenalin schießt dir in den Kopf, aber auf der anderen Seite, es ist brutal dreckig und eklig. Ja. Und willst du nicht live mitmachen, nee, glaube ich, immer ist, wieder. Ist auch, und das habe ich mir auch gedacht, es gibt im Vorfeld, bevor diese Schlacht, wenn sich dann diese Reichs einen und dann gibt es so Versammlungen und da wird gegrölt und ich war kurz davor, quasi aufzustehen und mitzugrölen, wobei es eigentlich ziemlich, ziemlich morbide ist, was sie ja dann auch sagen, wir werden die Römer. Also, und da habe ich mir gedacht, oh, okay, ja, ich setze mich mal wieder hin und Auch grüll ruhig mit, du musst ja nicht wie Iva mit Blutfisch mit der Fratze da sitzen und dann in deine Streitsachs lachen, während du wahnsinnig grinst. Aber du kannst dich schon freuen. Ey. Endlich legen sie ihre Zwists beisammen und sehen die wahren Probleme so ein bisschen und aus ihrer Sicht eben. Da gab es dann auch schon so ein paar Gänsehautmomente, muss ich echt sagen. Also da. Ja, auf jeden Fall. Besonders wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Paul im Lendenschutz da hockt und seine Axt schärft. Während die anderen auf dem Tingpatz krölen und Paul nur denkt, alles klar, gleich. Ich hatte meine Rentierfelle um, ich weiß nicht, was ihr habt, und mein Mitron vor mir. Und meine Franziska stand neben mir. Also Franziska ist der Name für eine fränkische Wurfaxt. Also. Ja, die ist wirklich so. Der hat Waffen zu Hause. Ja, eine fränkische Wurfaxt. Hallo, Theatermensch. Der hat auch Schaukampfwaffen. Ich möchte niemand verurteilen. Nein. Nee, aber wie gesagt, also ich fand es auch, ich war wirklich schwer, am Ende doch gestern Abend schwer begeistert und ich hätte mir es am liebsten tatsächlich nochmal angeguckt. Ich wäre es mir auch wahrscheinlich nochmal, wenn das jetzt bald draußen ist, ich wäre auch mir nochmal das ein oder andere ansehen, wirklich. Ja. Ich denke auch, das hast du ja wirklich dadurch kurze, knackige Folgen, das hast du relativ an jedem, schnell. An jeder Folge, genau, so ungefähr 40 Minuten, an jedem Ende dann wirklich so ein Cliffhanger, wo du halt, ja, doch schon wissen willst, wie es weitergeht, ja. Ah, was mir noch gefallen hat, ist, dass es sich am Anfang nicht so ewig mit dem Intro hinzieht, dass du jedes Mal irgendwie so denselben Vorspann hast, sondern der Vorspann ist einfach, wir erzählen kurz, was die letzte Folge passiert ist, aber auch wirklich nur in kleinen Bildchen und dann geht's direkt weiter. Dann kommt der Schriftzug und
das, was es finde ich auch sehr angenehm, weil du einfach, du brauchst ja nicht, wo ist die Fernbedienung weiter, sondern du kannst einfach da hocken und gucken und denken, geil, und jetzt Arsch aufreißen. Du startst direkt rein, genau, du wirst direkt reingesaugt in den Flow. Es wird auch immer wieder kokettiert mit den wahren Hintergründen. Man sieht zum Beispiel auch Arminius mit der Maske, mit diesem Reiterhelm. Diese Maske, die wirklich gefunden ist, die gibt es in Kalkriese auch, die ist da quasi das Wappen der Stadt gefühlt. Und die kann man auch sich mal angucken, also diese Reitermaske, diese Parademaske eines römischen Hauptmanns, die man auch live da gefunden hat. Und mit diesen Nebensachen spielt einfach und es fließt so schön in diese fiktiven Figuren auch rein, auch dass man Arminius hier Ari nennt, dieser Name ist nicht verbürgt, aber klingt auf jeden Fall viel besser als Hermann, den Martin Luther ihn mal genannt hat, Hermann den Cherusker. Also bitte nicht, da war ich mit Ari schon wesentlich konformer. Arminius selbst erlitt dann das tragische Schicksal, dass er wohl zu viel wollte und die freien Germanen sich nicht auf ewig unterdrücken lassen wollten oder beherrschen lassen wollten von einem und brachten ihn kurzerhand um. Also er wurde getötet durch seine eigene Familie. Deswegen bekommt er auch immer so ganz gern so eine leichte Siegfried-Anekdote. Siegfried von Xanten, der Drachentöter. Der eiserne Drache, die Römer, der sich wie ein Wurm durch den Teutoburger Wald schlingt, den Arminius erschlagen hat, so auch der gute Siegfried, der Fafnir schlug und reich wurde, weil man erbeutete ja auch unter den toten Legionen den Staatsschatz des Varus. Ja, und Arminius starb ja wie Siegfried dann durch Verräterhand, beziehungsweise der Verrat kam aus der eigenen Familie. Und ja, wer weiß, vielleicht hängt das irgendwie zusammen. Also vielleicht ist Arminius die reale Gestalt hinter Siegfried, wer weiß. Genug Potenzial ist auf jeden Fall da für eine Fortführung, würde ich sagen. Ja, hat uns ja gerade eben alles gespoilert. Jetzt brauchen wir nicht gerade nachgucken. Ich habe nur den Plot gespoilert. Ich habe keine Ahnung, was mit Volkwind ist. Ich habe keine Ahnung, ob diese Dreiecksbeziehung weitergeht. Und Thusnelda, die hier auch mal gut dargestellt wird, es geht in der Heinrich von Kleist-Umfassung, die Hermannsschlacht heißt die, da wo Thusnelda eher als ewiges, nerviges und besserwischeres Pinzchen dargestellt wird, deswegen der Name Tussi von der Name Thusnelda auch heute eher abwertend für Frauen ist. Aber zu Unrecht möchte ich hoffen, weil die Thusnelda, die uns hier gezeigt wird, ist durchaus eine taffe Frau. Also mit der willst du dich nicht anlegen. Nett im Snake Solid Outfit. Um Gott. Nett im Snake Solid Outfit, Alter. Also wenn du die Nacht verkackst, dann hast du das Snake Solid Outfit. Dann siehst du, dass du Land gewinnst, ey. Und das war ein Moment, da ist man's echt wirklich schön eiskalt den Buckel runtergelaufen, als sie da steht und die taucht da auf, steht da und ich denke, ach du Scheiße. Wenn du Römer bist und die rennen solche Freaks entgegen, ich würde mein Schild, ich würde wegrennen. Meinst du wahrscheinlich auch mit diesen Kriegern aus der 13. Krieger, mit den Tierfällen behangenen, die irgendwelche Wolfsfälle oder Bärenfälle anhaben und dann mit Nacht und Nebel halt auftauchen und dann schon psychologisch dafür für Chaos sorgen. Ja, das gab's auch. So Berserker, die haben das durchaus gemacht. Die haben sich auch mit irgendwelchen Pilzen berauscht und sind dann halt brüllend in die Schlacht gerannt und haben dann da um sich geschlagen. Okay, ja. Das finde ich gut. Naja, das ist was, da habe ich noch gedacht, da hätte da echt ein bisschen drauf eingehen können, aber gut, ja. Aber die sehen halt wirklich genauso, komplett schwarz mit Ruß oder was weiß ich da hier bemalt und dann halt diese Bärenfälle oder Elchfälle, was weiß ich. Ja, du, absolut. Also psychologische Kriegsführung, also wenn der Feind so entmenschlicht aussieht, was ist das dann, was kommt da auf uns zu, gegen was kämpfen wir hier? Also, und dann hast du noch den Wald, den die ja eh nicht wirklich abkönnen, weil sie die offene Feldschlacht gewohnt sind. Das macht einen fertig eigentlich. Also Römer wollte ich nicht gewesen sein zu der Zeit. Nee, ich finde es auch geil, dass sie die Rüstung und alles, das sieht man als ob jetzt Centurio oder ganz normaler Rammelbursche. Das sieht einfach schwer aus. Vor der Rüstung hast du einfach Respekt und das ist kein Asterix-Verschnitt, ja. Absolut. Wo du da hockst. Allein wenn die da am Schluss schon da durchmaschinen und der eine dann kommt und sagt, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Das ist eine Schlange aus Metall. Und dieses Laufen und durch diesen Bass, wirklich diese Verstärkung auch, wo man denkt, davor hast du Respekt. Das ist nicht, ach ja, komm, da kommen ein paar, sondern davor hast du wirklich Respekt. Also, das sind
20.000 Mann mit Tross. Wahnsinn. Vielleicht sogar noch mehr als 20.000 mit Tross, wie gesagt. Du musst ja so eine Armee auch erstmal am Laufen halten. Die brauchen was zu essen, zu trinken. Die haben Ärzte dabei, die haben Schmiede dabei. Die haben wahrscheinlich Gewandmeister dabei. Also du musst ja irgendwo auch sorgen, dass die Jungs da, dass es denen gut geht. Ich bin immer noch sehr. Ja. Durchaus. Ja, ich würde sagen, wir können langsam den Bogen machen. Ja, eine halbe Stunde haben wir voll, durchaus. 40 können wir, glaube ich, ne? Zum Ende kommen. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Liegt euch noch irgendwas auf dem Herzen? Angucken. Unbedingt angucken. Wer auf Historienzeug steht, auf jeden Fall angucken. Und wenn man sagt nach 2 Folgen, ich weiß nicht, guckt wirklich die 3. Die sind so kurz, es geht so schnell. Aber wie gesagt, ab der 3. Folge ist bei mir eine absolute Leistungssteigerung drin. Und besser geht's nicht. Also perfekt. Unterschreibe ich so, ja. Viel zu sagen. Ja, wunderbar. Da kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Nicht viel dagegen sagen. Besser geht's nicht. Zieht's euch rein. Was wollt ihr machen? Lieber rausgehen in den Spreader? Nee, geht lieber nach Hause, zieht euch Barbaren rein und genießt es, wirklich. Selten mal wieder so eine erfrischend andere Serie gesehen. In diesem Sinne. Richtig. Macht's gut da draußen, bleibt gesund und wir hören uns wieder. Sven und Paul, ihr macht's wieder auch gut. Jo. Gleichfalls. Also, wir sagen tschüss. Ciao.